Redner in der Debatte ist der Kollege Michael Brandt für die Fraktion der CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Familie Lübcke, das ist heute keine einfache Rede für mich. Ich kannte Walter Lübcke über 20 Jahre. Er war mehr als ein politischer Weggefährte, er war ein Freund. Wir haben uns noch wenige Tage vor dem Mord in meinem Heimatort getroffen, wir haben Pläne geschmiedet, wir haben zusammen gelacht, wie wir das oft getan haben und bei jeder Begegnung getan haben. Walter ist mitten aus dem Leben gerissen worden. Und zu Beginn möchte ich auch deshalb als ehrliche Geste an die Familie und die Freunde im Namen des gesamten Hauses, auch wenn einige Reden gezeigt haben, dass das nicht auf jeden Einzelnen zutrifft, unsere Trauer, unser Entsetzen und unser Mitgefühl zum Ausdruck bringen. Wir denken an euch und wir haben bei allen politischen Debatten auch das Schicksal der Familien der Opfer im Blick. Übrigens nicht allein der Familien der Opfer der Familie Lübcke, sondern die Familien aller Opfer von Anschlägen. Auch das gehört in eine solche Aktuelle Stunde. Walter Lübcke war Ehemann, er war Vater, er war kürzlich Großvater geworden, während sein Enkel, der kleine Karl Julius, im Haus friedlich schlief, wurde der Opa auf der Terrasse hingerichtet. Er war Abgeordneter, er war Mitglied der Bundesversammlung hier in diesem Saal. Er war ein besonderer Regierungspräsident. Vom Pförtner bis zum Ministerpräsidenten, er hat jedem mit dem gleichen Respekt gegenübergetreten und auch mit der gleichen Freundlichkeit. Das hat ihn ausgemacht. Und es ist mir wichtig, Walter ein Gesicht zu geben, nicht nach dem Umstand seines Todes, sondern nach seinem Leben, ihn zu beurteilen. Das ist der Familie wichtig, das ist den Freunden wichtig. Er war ein guter Charakter, er war zugänglich, er war engagiert, er war auch kämpferisch aus christlicher Motivation, er war ein konservativer, ein christlich geprägter Patriot. Für unser Land, für seine Menschen, er hat gestanden für seine Überzeugung. Mit Anstand und mit Haltung hat er gestanden, auch mit einer ansteckenden Fröhlichkeit. Er hatte auch immer einen Schalk im Nacken. Ich habe gesagt, ich will ihm ein Gesicht geben. So war er, so war Walter Lübcke. Einer mit geradem Kreuz, einer, der die Menschen mochte und die ihn mochten. So war Walter Lübcke. Und nichts an ihm, an seiner Haltung, auch an seiner Leistung, kann auch nur im Entferntesten rechtfertigen, ein so blühendes und positives Leben gewaltsam zu beenden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber wir müssen den Extremisten auch direkt entgegentreten und sie konfrontieren. Wir müssen ihre Lügen konkret entlarven. Ich empfehle heute mal den Artikel auf Wikipedia, auf Spiegel Online, ein Satz und der Hass danach. Rekonstruktion der Bürgerversammlung in Kassel am 14. Oktober 2015. Vorbestrafte Rechtsextremisten, darunter auch sein Mörder, haben sich gezielt im Saal verteilt, störten gezielt mit Scheiß Staat und mehr, beleidigten und unterbrachen Walter Lübcke gezielt. Was mit ihm gemacht wurde, von denen, die Wut und Hass als Instrument einsetzen, bis in die letzten Tage und Stunden hinein, das ist nicht nur unanständig, es ist schlicht widerlich. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen konsequent handeln. Wir müssen den Sumpf für Hetze und blanke Gewalt intelligent austrocknen. Mit Repression, mit Prävention. Die Demokratie muss sich wehrhaft zeigen. Und ich will an der Stelle ein ausdrückliches Dankeschön an die Sicherheitsbehörden sagen, die ihre Aufgabe gut gemacht haben und die weiter ermitteln. Und wir müssen auch den Kampf gegen Rechtsextremismus verstärken. Ich bin der festen Überzeugung, und es ist wahr, erst der Hass und die Hetze der letzten Jahre haben diesen Feigenmord an Walter Lübcke möglich gemacht. Und es reicht auch nicht, sich nur als Ritual zu empören. Wir müssen uns der Worte bewusst sein, der Demokratie
Wir dürfen uns auch dieser Worte der Demokratie als Demokraten sie uns nicht wegnehmen lassen. Und dazu zählen so Begriffe wie Anstand, wie Haltung, wie Patriotismus, wie Nation, europäische Gesinnung und anständiger Umgang und Mitmenschlichkeit. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen auch als Abgeordnete des Deutschen Bundestages nicht länger feige abtauchen. Die Gegner unserer offenen Demokratie kämpfen verbissen und inzwischen innerhalb der Institution der Demokratie gegen unsere offene Gesellschaft, und sie kämpfen gleichzeitig im Verborgenen. Das Umfeld an Sympathisanten, an Mittätern, an Mitwissern, an klammheimlicher und offener Freude, an Netzwerken müssen an der Wurzel bekämpft werden. Wir sind spät dran, für Walter Lübcke zu spät. Und ich möchte abschließend sagen, dass ich in diesen Tagen häufiger gefragt worden bin, was mein Freund Walter wohl gedacht und gesagt hätte in dieser aktuellen Debatte, ob er sich weggeduckt hätte, wie manche heute. Und ich sehe seine Reaktion vor den Augen, das Gesicht, den Ausdruck. Klarer und fröhlicher Blick, durchgedrücktes Kreuz. Und er hätte gesagt, feige Demokraten kommen gar nicht in Frage. Mit Anstand und Haltung für unsere Werte. Alles andere wäre doch gelacht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, genau, es wäre gelacht. Wir werden die Freiheit unserer offenen Gesellschaft, wir werden sie verteidigen und wir werden nicht nachgeben und wir werden gewinnen. Das verspreche ich dir, lieber Walter. Vielen Dank auch für die einfühlsamen Worte zu Walter Lübcke. Das darf ich, glaube ich, im Namen des ganzen Hauses sagen. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Timon Gre-